Wir haben eine knappe halbe Stunde nach Programm, etwa bis 10 vor 2, um eine Podiumsdiskussion zu machen. Auf dem Podium begrüße ich von links nach rechts Christian Hofer, Leiter und Amtsvorsteher des Amtes für Landwirtschaft und Natur seit Februar dieses Jahres. Dann Stefan Queller, Lehrberater am Inforama für Mechanisierung. Hans-Peter Lauper, Geschäftsführer und Unternehmer Landag. Dann Ronny Köhling, Junglandwirt, der Präsident des Kantons Bern, Meisterlandwirt. Und Sebastian Wirz haben wir bereits gehört. Wir haben es so abgemacht, dass ich beginnen würde mit einzelnen Einstiegsfragen. Ah, jetzt ist doch das falsche Ding angesteckt. Machen wir es so, dass ich mit jeder Person zwei Einstiegsfragen mache, damit sie sich ein Bild bekommen von der Person und den Bezug auch zur Landwirtschaft 4.0 oder bleiben vielleicht auch bei Precision Farming 3.0, reicht ja auch schon, habe ich jetzt aus dem Referat von dir erfahren. Ich möchte gerne beginnen mit Hans-Peter Lauper. Du bist ja eben Geschäftsführer der Landag, du bist Mitinhaber der Wirtgetreide AG, selber unterrichtest du auch an Berufsfachschulen. Du bist also sehr nahe dran an der Entwicklung der Technik im Bereich Landtechnik. Was sind deine Erfahrungen? Was siehst du oder wo sind die Vorteile von Precision Farming oder Smart Farming? Wo liegen die Vorteile als Lohnunternehmer einerseits und auf der anderen Seite, wo sind die Vorteile aus Sicht der Landwirte, der Bauern? Grüße miteinander. Zu groß. Ich spreche Hochdeutsch, denke ich. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wieso ich auf Hochdeutsch verwechselt habe, weil du verstehst ja Ungarn. Also der Rest. Machen wir es beim Budget rum. Exkluses. Verstehe ich ziemlich viel. Wenn ich das mit einem Begriff oder zu einem Begriff umschreiben will, deine Frage oder Antwort geben, dann geht es in erster Linie mal um Genauigkeit. Genauigkeit, Präzision, die haben wir definitiv steigern. Vor allem, wenn wir einfach in der höchsten Genauigkeitsstufe als Wertekabel fahren. Und ganz wesentlich ist die Effizienz, die wir steigern. Ich brauche hier ein kurzes Beispiel. Effizienzsteigerung, da können wir diskutieren, wie wir wollen. Die findet statt und bei unseren neuen Maschinen, die wir bauen haben, im Vergleich zu den Maschinen, die wir vor 10 Jahren gemacht haben und unsere Struktur angepasst haben. Wir haben vor 10 Jahren 1,4 Stunden Traktorfahrt gebraucht für 1 Hektar Zeit. Wir reden von Einzelformseilmaschinen. Und wir brauchen jetzt mit der neuen Maschine, die seit 2 Jahren im Betrieb ist, noch 0,9 Stunden. Und wenn man das summiert, entsprechend natürlich mit einer Stückzahl, die man dann die Maschine einsetzen muss, dann gibt es natürlich schon eine gewaltige Effizienzsteigerung. Also das tue ich als oberstes Weidenken. Vielleicht noch einen kleinen Nachsatz zum Referat. Ich bin absolut einig, Leute ausbilden, unbedingt wichtig. Ihr seht im Hintergrund die Folien. Wir sind in Weiterbildung bei der Landtechnik, im Moment im elektrischen Bereich, etwa 50 Lektionen im Labor. Und ich tue alle Jungen, die ich hier nahelegen sehe, mit allen Fingern auf den Tasten drücken. Die bleiben am Boden. Entschuldigung, ich auskomme. Danke vielmals. Wir können noch in die Diskussion hineindenken. Die Themen auch Ausbildung würde mich dann auch ein interessieren, was wir in den Schulen mehr noch müsste machen, in der Landwirtausbildung. Ich würde gerne das Wort weitergeben an Ronny Köhli, der eben Meisterlandwirt, Präsident Junglandwirt ist, selber den Betrieb führt. Kannst du vielleicht schildern, wenn du jetzt das Referat von Sebastian Wirz gehört hast, in welcher Technologieabfolge steckst du auf deinem Betrieb? Oder konkret gesagt, was setzt du ein und auf Stichwort Precision Farming oder Landwirtschaft 4.0? Also, wir sind eigentlich ein spezialisierter Betrieb, auf, jetzt in meinem Fall auf Bargeln. Und hier kommt eigentlich, so wie wir das haben gesehen haben, noch praktisch nichts zum Zug. Also wir haben schon manchmal diskutiert über die GPS-Werte, weil wir langsam und gleich nach müssen fahren. Aber es ist eigentlich auf unserer Fläche und was wir brauchen, ist eigentlich zu teuer. Für die Auslastung, wenn ich es alle Tage brauchen würde, wäre das eine andere Geschichte. Aber dafür, sage jetzt mal, 6 Mal im Jahr, wo man es könnte brauchen, ist das einfach zu wenig. Wir sind dann mehr bei uns in Sachen Erlesereien, automatische Sortierungen, die als Kamera gesteuert ist, mit Computerpackereien, die mit Sensoren funktionieren. Oder die tun ich eigentlich mehr Wert drauf legen.
Und der Rest draussen auf dem Feld tun wir noch nach Hause. Vielleicht nicht am Ende Morgen so Zeug machen. Aber sonst tun wir eigentlich noch so arbeiten. Aber es wird sicher kommen, auch in Zukunft. Ich hoffe, es werden auch irgendeine Standards sein auf den Traktor, auf den neuen, dass man es einfach getroffen hat. Und nicht dann noch weiss der Teufel nicht, was man nachher rüsten muss. Ja, ich hoffe, es käme wieder gut. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eigentlich ein Kalkül gemacht und gesagt, ja, was kostet es mir und was bringt es mir? Du hast eigentlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung über den Daumen gemacht. Du hast festgestellt, dass eben konkret über den GPS bringt, im Moment ist die Kosten zu gross für den Ertrag, den du daraus versprichst. Ja, das ist genau das. Oder? Also ob jetzt Ziele, vielleicht einer einen kleinen Grund drin haben, ein Sparkuziele, oder ob es in 5 Grad ist, und ich sage, gehen auf die grünen Ziele, gibt es mehr Sparkuziele. Weißt du, ich gerade so. Aber es ist einfach, bei mir hat es wirklich noch nicht rendiert. Wir haben die Rechnung gemacht, aber irgendeiner wird sicher kommen. Wir sind natürlich so dran mit den Setzereien, dass wir dort einen Mann einsparen können. Dass wir es irgendeiner einfach gleich haben. Und dann fährt der Traktor selber und dann kann man hinten drauf oder schaffen noch arbeiten. Und das sind dann auch Kosten, die man kann sparen kann. Und dann geht es dann einfach schauen. Merci, dann bitte. Zum Stefan Gfeller, Wechselsitzungsfrage. Du bist ja hier Lehrerberater, Landtechnik, Mechanisierung bei uns an Inforama. Auf der einen Seite bist du verpflichtet, näher dran zu sein an den technologischen Entwicklungen, zu verfolgen, was kommt, was läuft. Und auf der anderen Seite ist auch die Aufgabe, irgendwo Bauern, Bäuerinnen zu beraten, in der Anwendung von Technologie, ein bisschen zu spüren, ja, was lohnt sich, was ist vielleicht noch nicht marktreif, was sind da deine Empfehlungen, die du aus deiner Sicht machen kannst. Merci. Etwas, was ich sehr wichtig finde, es geht in die Richtung, die Ronny angesprochen hat, aber die ganze Wirtschaftlichkeit. Das ist auch so das, was man mitgeben kann, was man empfehlen kann. Und ich glaube, für das etwas wirtschaftlich betrieben werden kann, ist einerseits das, was es braucht, ist die Auslastung, die Fläche. Aber wenn man sich überlegen kann ich durch das vielleicht Kosten einsparen. Du hast eben gerade von einem Mann weniger oder auch aus der Qualität kann ich verbessern. Oder kann ich die Aufwandkosten reduzieren? Dort glaube ich, sind wir in Richtung Effizienz, die du angesprochen hast, wo man etwas so könnte generieren, dass es irgendwann wirtschaftlich wird. Aber ich denke schon, dass so neue Technologien, dass Sebastian hat das erwähnt, dass man nicht auf jede Technologie aufspringen muss. Also wir müssen nicht alle zusammen haben und alles umrüsten. Ich glaube, das ist sicher nicht das Ziel unterwegs. Und hinsichtlich Auslastung, was man sich vorstellen dass der Tio in die Richtung geht, dass wir Betriebe zusammen arbeiten können. Also ich denke, als Lohnunternehmer, du hast deine Auslastung, bei dir kann sich das lohnen. Du hast schon gesagt, deine Bücher werden entlastet durch das. Und wie viel will ist das Gewicht, dass jemand entlastet ist bei Arbeit? Also das ist nicht einfach so monetäres Gewicht. Und darum die Wirtschaftlichkeit einfach so einen Tipp abzugeben oder einen Rat abzugeben, ist sehr schwierig. Aber wir sehen sicher, sagen, die Auslastung muss stimmen und die Effizienz muss gesteigert werden, es muss eine Qualitätsverbesserung her oder eine Kostenverminderung. Gut. Also sehr eine differenzierte Betrachtung. Es gibt keine allgemeinen Ratschläge, sondern von der Betriebssituation auch darauf an, welche Technologien können Sinn machen oder eben nicht. Und die Wirtschaftlichkeit muss sich individuell auch berechnen. Also man kann nicht generell sagen, diese Technologie, obla, die ist wirtschaftlich sinnvoll, setze ich auf die, sondern es ist betriebsspezifisch. Nein, das ist definitiv nicht. Wir haben gesehen, was wir im Frühling für Technologien gesehen, was wir heute für Technologien vom Feld aus gesehen. Also wir haben so viele verschiedene Sachen, die wir anwenden können. Wir haben so viele verschiedene Betriebe. Und darum kann man nicht sagen, dass das auf jedem Betrieb, was zum Beispiel das Lenksystem, das wäre jetzt wirklich nicht etwas, was man sagen kann. Das ist wirklich individuelle Betrachtung. Gut, merci. Dann noch eine Einstiegsfrage an Christian Hofer. Wie Leiter gesagt, du bist Amtsvorsteher vom Landwirtschaftsamt Kanton Bern, vom grössten Agrarkanton, von der vielfältigsten Landwirtschaft in der Schweiz. Wir haben einfach alle Produktionsrichtungen, alle Betriebe im Kanton Bern. Aus deiner globalen Sicht, wo du Einblick hast in die ganze Vielseitigkeit von der Landwirtschaft, wo siehst du Chancen von der Landwirtschaft 4.0? Ja, merci Markus. Du hast im Eintrittsvotum bereits gesagt, die Berner Landwirtschaft ist sehr vielfältig. Also wir haben vom Jurabetrieb über die Spezialkultur im Seeland bis her zum Bergbetrieb im Berner Oberland eine recht grosse Spanne. Und dementsprechend glaube ich, sind die Chancen der Digitalisierung auch sehr, sehr gross. Es ist vorhin gesagt worden, es gibt nicht ein Betty-Bossi-Rezept für die Landwirtschaft per se. Das muss betriebsindividuell entschieden werden, wo die eigenen Chancen sind.
Wenn ich mir das so ein punktuell das anschaue, im Berggebiet, Digitalisierung hilft zum Beispiel Grenzen oder Distanzen zwischen den Betrieben oder vom Betrieb zu den Konsumenten näher werden. Und wenn einer mit Smartphone und Blockchain-Technologie für seine Alpenmilch oder Bergproduktleben bürgen, schafft er natürlich die Distanz zum Konsument, dass das näher wird und in dem Sinne auch die Wertschöpfung erhöhen. Anders sieht es aus bei einem Milchproduktionsbetrieb. Ich war vor 10 bis 15 Jahren bin ich verantwortlich für den Milchroboterverkäufe hier bei einer Firma in Schweiz. Und das ist natürlich auch Digitalisierung pur, die für gewisse Betriebe im Sinne von Effizienz und Flexibilität das richtige Gerät ist und unter Umständen eben eine Riesenchance bietet. Und hier haben wir ja vor allem Dacherbaubetriebe, wo wir jetzt hier auch die Technologien anschauen, auch den Feldtag im Juni. Und dort sind es wieder ganz andere Elemente, wie die Ressourceneffizienz, Genauigkeit ist erwähnt worden, wo man plötzlich mit gewissen Wirkstoffen viel sparsamer umgehen kann und auch die Wirtschaftlichkeit kann verbessern, weil man weniger entsprechende Wirkstoffe braucht. Und dort liegt vielleicht die Chance. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, wichtig, wenn man im Kanton Bern schaut, durch die Vielfältigkeit gibt es auch verschiedene Chancen. Es sind vielleicht auch Kosten erwähnt worden. Es ist natürlich so, bei neuen Technologien, hat es bei den Milchrobotern erlebt, es gibt immer so die Early Adopter, also die, die zuerst einsteigen. Und die haben natürlich relativ hohe Kosten. Also die zahlen oft auch viel Lehrgeld, weil sie eigentlich aus ihrer Ideologie so die Neugierigen sind, gerne ausprobieren und unter Umständen mehr Aufwand betreiben, für so eine neue Technologie einzusteigen. Und ich glaube, die Chance besteht nachher darin, dass das, was sich breit durchsetzt, dann nachher wirklich zu einem Schub in der Landwirtschaft kann führen kann, dass man effizienter oder auch kostengünstiger kann werden kann. Gut, merci vielmals auch für die breit differenzierte Antwort. Ich möchte auch noch eine Frage an Sebastian Wirtz, eine kritische Frage noch stellen. Wir haben jetzt im Einführungsreferat sehr guten Überblick bekommen. Und als Vertreter natürlich von der Industrie ist man ja eben am Puls von den Entwicklungen. Man entwickelt Maschinen und letztendlich, wenn man etwas entwickelt, will man sie auch verkaufen. Also so die kritischen Komponenten von Margensachen in der Landtechnik und so. Geht es nicht letztendlich auch darum, einfach auch Maschinen, neue Maschinen können zu verkaufen? Oder habt ihr von der Industrie her, sagen Sie, so eine größere Vision für die Landwirtschaft? Gute Frage, berechtigte Frage. Natürlich hat die Industrie oder jeder Hersteller gewisse Konzepte dahinter, wo man sagt, okay, man möchte Richtung Autonomie gehen, Richtung Elektrifizierung, dass ich elektrisch in mein Feld fahre. Aber da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass es nur serienreif ist. Aber jeder Hersteller entwickelt, wieder für sich, aber jeder entwickelt. Unsere Philosophie hat sich eigentlich über die letzten, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, doch sehr verändert. Das heißt, die Philosophie als Hersteller, die Technologien anbieten, verkaufen zu können, die jeder Kunde benötigt, um seinen Betrieb effizienter zu gestalten, ist nicht möglich. Deswegen hat sich bei uns die Philosophie so umgeändert, dass wir eine eigene Technologieabteilung gegründet haben, wo wir sagen, okay, wir gehen raus aktiv in den Markt und suchen uns, wir haben da Beispiele in der Präsentation gesehen, suchen uns aktiv Partner, kleine Firmen, die speziell präzise Produkte erstellen und produzieren können, die eben den verschiedenen Betrieben, wie wir es hier im Berner Land nun mal haben, dementsprechend effizient gestalten, die wir dann natürlich in unser Vertriebsportfolio mit aufnehmen. Aber am Ende des Tages sehen wir als Riesenkonzern es für die heutige Landwirtschaft nur möglich, wenn wir genau das tun und spezielle Firmen, die sich auf eine Sache spezialisiert haben, zu nehmen und diese dementsprechend den Landwirten zur Verfügung stellen. Ich möchte jetzt vielleicht eine allgemeine Frage in den Raum stellen und vielleicht fragen, wer da mir eine Antwort geben kann. Die Antwort, wenn man jetzt anschaut, in dem ganzen Entwicklungsschub oder Prozess, wo wir innen stehen, Landwirtschaft heisst 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, wenn ihr jetzt so ein bisschen das Treff geben, wenn man sagt Landwirtschaft 4.0, wo stehen wir? Sind wir eher bei 5%? Vom Endziel oder sind wir bei 95% vom Endziel? Also wo stehen wir in der Entwicklung rein, respektive auch was kommt noch auf uns zu? Wir sehen heute Nachmittag verschiedene Technologien, die es gibt. Oder gibt es überhaupt gar kein Ende? Also man sagt, Landwirtschaft 4.0 ist ein Prozess, der jetzt bis die nächsten 20 Jahre uns beschäftigen wird. Also, wie beurteilen wir die Frage? Wo stehen wir in diesem Prozess rein? Hans-Peter, du hast schon das
Mikrofon in die Hand genommen. Merci, Markus. Ich denke, wir sind mit diesen Zahlen operieren, ist es schwierig, weil du auch nicht gerne noch verlieren. Du hast etwas ganz Treffendes gesagt, jetzt ist nie fertig. Und wer mit Software umgeht und auch selber eine Menge Ecken in Software macht, ganz wenig, der weiss, es ist nie fertig. Und darum sind wir wahrscheinlich ganz am Anfang vom Vieri. Ihr seht nachher, ich habe das Gefühl, wir sind recht weit vernetzt jetzt bei uns in diesem Landtag, wenn man beim Datenaustausch ist. Ja, der hängt es an. Es hängt definitiv an und es steht auf alt in dem Know-how von dem, der bedient. Stark. Ich möchte vielleicht noch etwas nachliefern. Es ist vorhin so ein bisschen rausgekommen, ja, es bringt gleich nicht so viel. Section Control, ich nehme jetzt gezielt Section Control. Schweiz nicht nötig, ich kann mich aber bestätigen und ich lüge nicht. Bei Zuckerrüben, wenn wir Zuckerrüben sagen, auf unseren Durchschnittsschlägen, Formen, nicht Grösse, sondern die Formen von den Schlägen, dann sparen wir halt schon zwischen 6 und 10% Saatgut. Zuckerrüben, Saatgutpreis 360 Franken pro Hektar. Dort schenkt es sich ein bisschen ein. Oder ein Hund, oder ein Bauer. Wenn ich Raps nehme, mit 150 Franken pro Hektar, oder 100 Franken ist es ein bisschen weniger, aber es ist immer weniger. Und ich etwas gehört, Pflanzenschutz oder auch Saatgut, wenn wir noch weniger Hilfsmittel brauchen, ist das sowieso immer positiv. Egal in welcher Form. Und das bringt die Technik. Kannst du vielleicht noch Section Control kurz erklären? Section Control ist im Prinzip, dass der Teil aus dem ISO-Bus, der sich durchgesetzt hat, dass die bei der Seilmaschine zum Beispiel die einzelnen Reihen genau plus minus 2 cm genau starten und wieder abstellen. Das heisst, wir tun nicht mehr über Seil. Pflanzenschutz natürlich bei 27 Meter Spürzbreite sehr, sehr effizient. Danke, Hans Peter, Stefan. Ich möchte die Frage werfen, wo stehen wir oder wo geht die Reise nachher? Was ich beobachte, wo das wir stehen von Landwirtschaft 1.0 bis 4.0, stehen wir überall. Also wenn ich unseren Betrieb anschaue, können wir knapp das Mail bedienen. Andere sagen jetzt, oder ich schaue Hans Peter auch als Aufnahme an, als Lohnunternehmer. Also er steht sehr innovativ und geht selber die Wege. Also ich glaube, das ist ein sehr kleiner Teil der Schweizer Landwirtschaft, der in diesem Bereich schon etwas macht. Viele sind ja nicht einmal bei Landwirtschaft 3.0 angekommen. Und wie lange das wird gehen, ich weiß nicht. Als ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, dachte, vielleicht sind wir in 10 Jahren ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir in 10 Jahren die ersten autonomen Systeme, die funktionieren. Aber eine Vernetzung mit verschiedenen Systemen, die selbstständig im Stand sind, Entscheidungen zu treffen, ich glaube, dort hier müssen wir noch mehr als 10 Jahre warten. Also das wäre ja die Vision im Sinne von Landwirtschaft 4.0, dass sich die Systeme untereinander austauschen und gesteuert werden von intelligenten Software, die quasi das Management von einem Betrieb abdecken kann. Das wäre, glaube ich, das versteht, das ist Smart Farming im Sinne von smart intelligent, mit Daten umgehen. Ich denke, es gibt, was Stefan gerade gesagt hat, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Es gibt ja immer die Sichtweise Industrie. Da spricht jeder schon von Landwirtschaft 4.0 seit Jahren. Und es gibt die Sicht der Praktiker, wie wir sie, glaube ich, sehr viel auf der Bühne haben, und die Landwirte. Und da muss jeder für sich einfach entscheiden, bei welchem Punkt bin ich, bei welchem steige ich ein und wo möchte ich hin. Und weil nicht jeder Betrieb, weil sie so speziell sind, jede Technologie brauchen kann. Also ich glaube, Landwirtschaft 4.0 ist in der Industrie der Begriff, der gerne benutzt wird. Aber punktuell, lokal, muss das jeder für seinen Betrieb selber entscheiden. Und das sind halt die Produkte, die ich eben angesprochen habe, können eine Hilfe sein. Ich denke, das ist auch eine wichtige Aussage, die wir auch mitnehmen können, dass jeder auf seinem Betrieb muss entscheiden muss, wo stand ich, was macht Sinn, in welche Entwicklung will ich einsteigen und wo rechnet sich es auch nicht. Also einfach die Wirtschaftlichkeit, die auch dazukommt. Und die Affinität zu Technologien müssen auch vorhanden sein. Du hast das Mikrofon schon genommen, ich habe inzwischen noch eine Anschlussfrage im Sinn und da ist, ja, ist es denn irgendwie die Spitze, bleibt die eigentlich Lohnunternehmer vorbehalten oder ist die Entwicklung auch breiter, als die Landwirtschaft auch breiter noch einsteigt? Oder wo man sagen, nein, das ist eine so hochtechnologisierte Welt mit diesen Maschinen, dass es nur noch Spezialisten sind von Lohnunternehmen oder gemeinschaftlichen Maschinerie, dass sie können beschaffen. Bist du ja? Ich habe vielleicht etwas kurz sagen dazu. Ich glaube nicht, dass das nur der Lohnunternehmer vorbehalten ist. Es gibt ja zum Beispiel die Aussage, in Zukunft gehört eine kleine Maschine. Wir haben vorhin einen Jagdroboter gesehen. Und das ist natürlich, wenn man sich schaut, was mit den Technologien und der Robotik möglich ist, ist das eben schlussendlich etwas, was sich
jeder irgendwie kann anschaffen kann, wenn es mal standardisiert ist. Und nachher auch damit mit kaum gehen. Ich kann auch das Handy nehmen, ich glaube, fast jeder hat drin ein Handy im Hosensack. Und dann mal schauen, dass es mit diesen Fotos und diesen Bildern und der Beratung zusammen möglich ist. Also in Digitalisierung im Sinne von der Beratung. Dann kann jeder mit dem arbeiten. Und bei den Mauerrobotern haben wir das ja eigentlich auch ganz gut gesehen, dass eigentlich die Roboter geholfen haben, durchschnittlichen Betrieben, die als Familienbetriebe müssen funktionieren, eine Flexibilität geben, damit sie weiterhin als Familienbetriebe melken. Und das eben nicht einfach die Grossen, die sich organisieren können mit anderen Leuten und nur spezialisieren vorenthalten ist. Da vielleicht ergänzen, da bin ich absolut auch dieser Meinung. Wenn ich anschaue, wie viele Traktoren in den letzten paar Jahren sind gekauft worden mit GPS-Systemen, das ist unmöglich im Lohnunternehmer. Die sind breiter gestreut. Was ich einfach feststelle, ist dann schon, weil man dann nicht so viel damit umgehen kann, die Praxis fehlt fast ein bisschen. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, den ich in der Schule immer mehr sage, weil ich intensiv schon tätig bin. Wir können das nicht in Schulstufen mitgeben, das muss von der Landwirtschaft und Traktorfahren passiert von uns. Und von mir aus gesehen ist es nicht einfach ein Traktorführer, sondern das ist ein Pilotoperator. Das ist nicht irgendein, aber man hört ja, der fährt ein bisschen. Das ist eben nicht ganz so. Also, das ist so, wie die Message. Danke. Wir sind in den letzten 5 Minuten angekommen und jetzt Timing einhalten, weil wir sonst in den Zug kommen. Ich möchte Ronny noch zum Wort kommen. Wir hatten letzte Woche Swiss Skills gehabt, weil das Stichwort ja Ausbildung angekommen ist von Hans-Peter. Du bildest schon Landmaschinenmechaniker aus, den Bereich. Swiss Skills Landwirte sind auch vor Ort gewesen, es war eine super Stimmung. Du hast bei uns Meisterlandwirt-Ausbildung genossen. Gibst du uns noch einen Tipp, was muss denn in der Ausbildung in der Landwirtschaft ändern, vor dem Hintergrund Digitalisierung und Landwirtschaft 4.0? Ja, also was ich selber gemerkt habe, ich habe ja schon die normale Schule gemacht, es wird viel zu wenig auf das eingegangen. Es fährt eigentlich schon beim GELAN an, oder? Wie fühlt man das genau aus? Bei dieser Stiftung bin ich heim. Dann hast du das aufgeklärt, ich habe keine Klasse, ich habe selber reingearbeitet, oder? Das ist dann, wenn wir dann zur Schule aus, zur Lehre auskommen, dann nachher zu einem Lohnunternehmer arbeiten. Das heisst, oder? Da hast du die Göppelbauer, dann hast du das GPS drauf, musst du dann bedienen, hast keine Ahnung, oder? Schon mal das Ganze gesehen, oder? Oder schon, wenn ich arbeite, zum Beispiel mit den ganzen Aufzeichnungen, oder? Ich habe das über das Nadel meine Feldaufzeichnungen, mal so Zeug einnehmen, dass man da weiss, von was man redet. Und das sind für mich ganz wichtige Punkte. Der Tier ist etwas falsch gegeben. Es hat bei der Kontrolle ein sehr grosses Problempotenzial, sage ich jetzt mal. Und der Tier hat eigentlich wirklich darauf gegeben, dass man das neue Zeug eigentlich mal anschaut. Oder? Ja, nicht böse gesagt, noch einmal eine Betriebsleiterschule, wo man sollte wissen, wie Bauern noch einmal zeigen, wenn man die Weizen sägt. Also das sollte man spätestens dann wissen, wie das tut. Oder? Aber eben das spezifisch alles zusammen, oder? Und dort kommt dann auch wieder der Pflanzenschutz rein. Dort sollte viel, viel mehr Wert auf das Zeug gelegt werden. Und im Moment sind wir da, also zwischen den Medien ein bisschen in der Kritik, dass man das wirklich unsere Leute, die Jungen, unsere Zukunft kann schulen kann. Nicht, dass es das zuletzt verleidet, dass sie so ein Fettnäpfchen schalten, wo eigentlich sind sie erst in der Schule gewesen. Merci. Viele Tipps, die du uns hier auf dem Weg bist. Stefan hat noch das Mikrofon gehabt. Ich weiß natürlich geschehen, auf das Eingang gesagt hast. Also, einerseits weiss ich, dass die Grundbildung findet jetzt eine GELAN-Übung statt und die Berufsbildung findet auch eine GELAN-Übung statt. Also mittlerweile wären sie gerüstet, für das GELAN auszubilden. Was ich vielleicht auch muss sagen, in Digitalisierung könnten wir mehr machen, das ist absolut richtig. Was wir aber auch feststellen, wie die Felder heterogen sind, so ist unsere Klasse heterogen. Wir haben teilweise Leute, die arbeiten mit GPS-Lehrlingen oder auch Betriebsleiter. Für die ist das selbstverständlich, andere haben noch nie etwas von dem gehört. Und die ist sicher auch für uns Schwierigkeit. Ja, sollen wir es auf ein System schulen, dass sie das wirklich können? Oder sollen wir alle 5 zeigen? Und dann Praxiserfahrung fehlt gleich, dass sie die können. Oder ist das so gesagt, dass wir zweimal im Jahr brauchen, das bringt ja nichts. Und darum, ich denke, wir als Schule sehen uns nicht als Produktschuler, sondern wir können eigentlich das Wissen mitgeben, das Grundlagenwissen für die Produkte oder Technologien auch das kritisch in der Frage. Aber Produkte der Schulung selber sehe ich dann schon bei einem Hersteller, der es verkauft. Und natürlich nicht die Übung.
Also ich denke, wir engagieren Sebastian Birks engagieren für in der Grundbildung einfach so das Grundlagenreferat zu machen, so schon mal mit diesen Begrifflichkeiten ein bisschen zu rankommen. Also das denke ich, das können wir machen, aber wir können nicht an der Maschinenschule, das ist nicht unser Part als Schule. Da muss man schauen, Lernhaltsprinzip und überbetriebliche Kurse auf den Betrieben selber, da muss es Hand in Hand gehen. Aber die Affinität der Digitalisierung, da können wir definitiv mehr machen als in der Vergangenheit. Das ist auch ein Weg, wo wir gefordert sind, denke ich. Wir versuchen jetzt Bring Your Own Device, also mit Laptop, versuchen Sie Ihren Laptop mitzubringen, schon in der Grundbildung und dort im allgemeinbildenden Unterricht, die einfach mit dem Laptop dürfen arbeiten, um auch da ein bisschen reinzukommen. Christian? Ich glaube, da ist man wieder auf Punkt 2 von deinen Fragen. Ja, steht man am Anfang oder steht man am Ende oder in der Mitte? Und so Technologiefortschritte, die gibt es ja nicht. In dem Sinne, die werden angekündigt und dann tut man mal alles darauf vorbereitet und nachher am Tag X ist man bereit und nachher findet der statt. Also der Technologiefortschritt, der kommt schleichend. Da fangen an, Leute mit Drohnen rumschwirren und plötzlich merkt man, halt, da braucht es wahrscheinlich irgendeine Regel, weil es hat so viele Drohnen in der Luft und wird langsam gefährlich, auch in der Nähe von Flugplätzen. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie müssen wir das steuern, wie muss man vielleicht auch gewisse Leute ausbilden. Und ich glaube, so ist das genau die Digitalisierung. Wie gesagt, momentan dass grosse Affinität da ist. Sehr viele Leute arbeiten damit. Und auf der anderen Seite da sehen wir zum Beispiel Datenschutzfragen. Ja, wem gehören eigentlich die Daten, die hier alle generiert werden? Ich meine, Apple hat von uns aus alle Daten, die können relativ viel steuern. Wie geht man mit dem um? Auch die Maschinenhersteller. Stellt sich die Frage, ein Elfroboterhersteller, der weiss über relativ viel Kühe, relativ viele Details in der Schweiz. Und das sind alles so Fragen, die sich halt, wenn so eine Technologie mal kommt, nachher stellt. Mit allen Chancen zusammen, wo muss man vielleicht auch wieder in den Grenzen schauen, damit das geordnet verläuft und nicht gewisse Kräfte können ausgespielt werden, vielleicht durch Private, die dann wieder negativ zurückfolgern auf die, die es nutzen. Und darum ja, ist der Aufruf, möglichst neugierig zu sein, möglichst die neuen Technologien anzuwenden und eine gewisse Vorsicht dabei vielleicht auch zu haben, im Sinne zu wissen, dass man mit den Daten, die man generiert, auch andere damit schaffen. Das ist auch ergänzend. Du hast etwas ganz noch etwas Wesentliches angesprochen, wenn sie die Daten können, aus dem Posten, oder können wir wieder gewachsen. Eines werde ich noch sagen, das Bild sieht von mir im Labor. Und wir haben diskutiert, ja, wie bringt man die Leute kennen. Es ist schon so, dass viele sind affin, wie das einsetzen. Aber von dem Namen, den wir haben gefordert haben, in unserem Labor, vor etwa 10 Jahren, jetzt werden die Daten nur noch auf Excel genommen, von dem hat es aber wirklich. Und wir haben gehört von Sebastian an meinem Einstieg, wir haben Apple und Windows und die zwei sind da und die haben den Benchmark gesetzt und wenn wir mit dem können umgehen können, irgendwann schlitzen wir dort. Auch wenn wir in der Aktor sind, ich glaube, das kannst du nur bestätigen. Also, das ist mir schon einfach nicht. Und die Schüler dazu zwingen, nicht von Hand aufschieben. Gut. Das gilt auch für uns alle, denke ich. Ich bin auch noch mit Papier aufgewachsen und kämpfe auch mit der Digitalisierung im Büroalltag. Ich werde langsam zum Schluss kommen, mit Blick auf die Uhr. Vielleicht noch einfach eine kurze Runde an jeden von euch Frage, die ihr vielleicht mit einem Satz beantworten könnt. Wir sind heute im Jahr 2018. Jetzt überlegt ihr euch im Jahr 2030. Was ist der Wunsch an die Landwirtschaft? Die Entwicklung, wo sollen wir denn stehen im Jahr 2030? Wenn ihr einen Wunsch hättet, was wäre das? Sebastian. Du stellst Fragen. Ich glaube, dass wir auf einem fundierten, also wir haben eben die Ausbildung angesprochen, ich hatte aber eben noch was ergänzen wollen, eigentlich zum Thema Handel auch, wir dürfen doch nicht die Leute vergessen, die im Feld dann wirklich die Praktiker sind. Und was ich mir wünschen würde für die 12 Jahre, die wir dann weiterschauen müssen, dass wir dann eine breite, ausgebildete Masse haben, die das bewältigen kann. Danke. Roni? Ja, sicher dann soll es noch sein, dass wir überhaupt noch bauen können. Das ist auf einmal Vordergrund. Und dann haben wir selbst so Zeug, wie das GPS, das eigentlich standardisiert auf den Herren ist, wenn man neue kauft. Das kann man im Preis einbringen übrigens, gell? Das ist schon genug teuer. Oh, ja, dass das einfach ein bisschen weitergeht und halt manchmal schon ein bisschen einfachere Sachen, also ganz komplexe Sachen, dass einfach auch der kleine Landwirt, der einfach, sagen Sie jetzt, der einfach Landwirt, das auch anwenden kann, was für ihn eigentlich auch eine Erleichterung gibt. Danke noch. Hans-Peter? Ich wünschte mir eigentlich, dass der Boden und der Pflanzenbau mit der Technik mehr zusammenwachsen.
dass es eine Einheit ist. Oder? Ich bin von technischer Seite absolut, aber mit einem Lohnunternehmensbetrieb zum Pflanzenbau kommen. Das eine geht nicht auch mit dem anderen. Und heute hat man das Gefühl, wir können es nur noch mit Technik machen. Das ist eben mit dem anderen so. Aber es muss unbedingt zusammenwachsen. Und auch vom Traktor ist, oder der Traktorflecker muss ein Verständnis haben zum Boden, den wir drauf verstellen, ob das wächst. Und das hoffen wir, dass das in die Richtung weitergeht. Danke vielmals. Dann Stefan. Du hast nach einem Wunsch gefragt, ja zwei. Der erste ist, dass in den nächsten 12 Jahren Traktoren nicht weiter schwerer werden, wie sie in den letzten 12 Jahren sind geworden. Das ist weiterhin Sorge jetzt im Boden. Und der zweite Wunsch ist eigentlich, dass wir auch in 12 Jahren immer noch kritische Landwirte haben, dass sie sich hinterfragen, was wird da oder was wird da verkauft werden. Und weiterhin noch kritisch auch das, was du gesagt hast, die Verschmelzung mit Technik und Boden, also dass sie das Verständnis haben vom Pflanzenbau, vom Boden, wie setzt die Technik dort schlau ein. Danke. Christian Vogel. Ich wünsche mir zufriedene, neugierige und gut ausgebildete Landwirte, die die Chancen der Digitalisierung packen und das Bewusstsein haben, dass die Digitalisierung positive Chancen hat, aber dass der Mensch gleich noch braucht, dass sie selber auch noch braucht, damit man eben zusammen standortgerecht und gute Nahrungsmittel produzieren kann. Merci vielmals. Ich danke euch ganz herzlich für die aktive Mitarbeit oder Mitdiskutieren hier am Podium. Es war mir bewusst, dass wir relativ ein kurzes Zeitfenster haben. Aber ich glaube, es war schön, was verschiedene Aspekte zum Führen sind und dass wir einige Sachen doch ein bisschen vertieft beleuchten können. Ich würde euch gerne einen Geschenkkorb überreichen im Namen der Organisatoren. Danke vielmals. Respektive, weißt du was, wir machen das auf der Seite noch her im Anschluss. Jeder kommt so einen schönen Geschenkkorb über, für die Kamera auch noch. Gut. Und ich würde die Gelegenheit eigentlich gerade benutzen, überzuleiten in die Gruppeneinteilung. Weil wir sind ein bisschen im Verzug. Wir würden jetzt Gruppen machen für die 3 Posten im Feld. Das geht, die Besichtigung im Feld geht bis 16:30 Uhr. Und ab 16:30 Uhr gibt es Abbruch vor dem Feed-Demo-Raum wieder mit der Maschinenausstellung. Jetzt übergebe ich gerne das Wort an Markus Hofer, Mitglied vom Organisationskomitee, der die Gruppeneinteilung vornimmt. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.